Ich heiße Frank Ulrich, habe den Beruf eines Konditors erlernt und bin seit einem Jahr Stabsunteroffizier bei der Jägertruppe. Angerade! Aus! Erste Gruppe! Links! Jetzt lege ich den Kompass an der senkrechten Netzgitterlinie an und drehe die Karte so weit, bis die Magnetnadel mit der Ablesemarke in Übereinstimmung gebracht ist. Jetzt ist die Karte eingenordet, das heißt, sie stimmt mit der Wirklichkeit überein. So, und nun probieren Sie das Einordnen selbst. Soldatenalltag. Eine Jägerkompanie bei der Ausbildung. MG zerlegen! Schlusslaufbahn und Raum frei! Herr Gefreiter Bregitzer, Kimon kann einklappen. Warum? Weil sonst die Verletzungsgefahr zu hoch ist, Herr Stabsunteroffizier. Gut, einklappen. Weitermachen. Jäger müssen körperlich fit sein. Frau Werner, ich weiß, dass Sie jetzt schon den ganzen Tag buddeln. Aber wir müssen in 4 Stunden gefechtsbereit sein. Sie müssen schneller arbeiten. Jawohl, Herr Stabsunteroffizier. Also komm, weitermachen. Jäger werden erst richtig wirkungsvoll in bedecktem, unübersichtlichem Gelände innerhalb der Kampfentfernung ihrer Waffen. Gibt es irgendwelche Vorkommnisse? Keine besonderen Vorkommnisse. Das ist gut. Der Spieß ist gerade angekommen und hat die Verpflegung gebracht. Sie werden in 20 Minuten abgelöst und können dann erstmal was essen. Gut? Gut. Weitermachen. Herr Stabsunteroffizier, Feind im Vorgelände! Alarm! Feind bei der Brücke! Gruppe, Achtung! Halb links am Brücke! Feindliche Gruppe! Fertig machen zum Feuerüberfall! Fertig! Achtung! Feuer! So, als erstes hängen wir den Karabinerhaken ein. Richtig zuschrauben. Dann legen wir uns so aufs Seil, dass der linke Fuß aufliegt, der rechte frei schwingt. Dann geht's los. Langsam, aber stetig. Die Jäger kämpfen zu Fuß. Für schnelle Bewegungen sind sie mit Fahrzeugen ausgestattet. Das Gelände ist der natürliche Schutz der Jäger. Sie nutzen es zu ihrem Vorteil. Nicht nur in kritischen Lagen werden Kameradschaft und Verantwortung großgeschrieben. Hier ist besonders der Jäger-Unteroffizier gefordert. Von seiner Erfahrung und seinem Können hängen im Ernstfall die Erfüllung des Auftrages und der Bestand seiner Gruppe ab.